Hallo zusammen, ich grüße euch, vor allen Dingen die Grenzregionen. Ich habe heute ein ganz, ganz wichtiges Anliegen, eine Bitte an euch. Ihr seht es schon im Titel. Es geht um eine ganz wichtige Petition, denn auch ich wurde angeschrieben aus dem Grenzgebiet Deutschland-Belgien. Und nicht nur von dort erreichen uns schreckliche Nachrichten. Zum Beispiel im Saarland werden Franzosen bespuckt, weil sie über die Grenze gehen, obwohl sie eigentlich dort nur einkaufen wollen. Und die Schließung von Grenzen hält kein Virus auf, aber sie führt zu Konflikten und Problemen. Und deswegen wende ich mich an euch, dass ihr uns unterstützt in dieser Petition, die aufgesetzt wurde und die ich auch hiermit gerne teile und euch aufrufe mitzumachen. Denn die Menschen, die dort in den Grenzregionen leben, die leben auch von dieser Grenzregion. Also ich selbst komme aus Aachen und gerade die Menschen von euch, die die Grenzregion in und um Aachen kennen, eine geschlossene Grenze ist eine Katastrophe und sie hält kein Virus auf. Natürlich müssen wir uns an die Spielregeln halten, uns schützen, Abstand halten, Masken tragen. Aber diese geschlossenen Grenzen führen dazu, dass zum Beispiel Menschen, die in Lichtenbusch wohnen, also auf der belgischen Seite, die können keine 5 Minuten zum Aldi gehen, aber sie müssen 20 Minuten fahren, um in Einarten oder in Olpen sogar einzukaufen. Und das führt dazu, dass die belgischen Supermärkte auf einmal mega befüllt sind, weil normalerweise die ganzen Belgier ja in Deutschland einkaufen, was auch gar kein Problem ist, was auch normal ist und gut ist. Und auch die Arztbesuche und so weiter, es ist ein Riesenproblem und das nur, weil es keine einheitliche europäische Strategie gibt. Das müssen wir ändern, das müssen wir anpacken und da müssen wir aber auch lauter werden. Und ein wichtiger Faktor dazu ist, dass die Grenzen wieder aufgemacht werden für Grenzgängerinnen und Grenzgänger. Kontrollen sind ja das eine, aber Grenzen pauschal zu schließen löst keine Probleme, es verstärkt aber Konflikte. Deswegen möchte ich euch einladen und aufrufen, teilt diese Petition, zeichnet sie selber mit, denn es ist ganz, ganz wichtig, dass auch alle Menschen durch diese Krise kommen und wirtschaftlich gesehen bedeuten Grenzschließungen auch in dieser Region massive Probleme. Ich glaube, jeder von euch in den Grenzgebieten kennt Menschen, die vom Waren- und Dienstleistungsverkehr über die Grenzen hinweg leben, ja. Und wenn wir Grenzen schließen, schaden wir auch der Wirtschaft und das Ganze, obwohl es nicht erwiesen ist, dass es wirklich etwas bringt. Was etwas bringt, sind gemeinsame, abgestimmte Maßnahmen. Und aktuell scheitern da scheinbar alle dran. Sie reden zu wenig miteinander. Wir sehen das selbst in Deutschland und sie reden noch zu wenig in Europa miteinander. Das ist ein massives Problem. Und wir können im Kleinen damit anfangen, indem wir diese Petition teilen und unterschreiben und damit unseren Nachbarinnen und Nachbarn unter die Arme greifen. Und sie zum Beispiel weiter in unsere Supermärkte können. Das ist mein Anliegen für heute. Ihr könnt selbst vom Sofa, selbst von zu Hause gerade etwas tun für die Menschen in unseren Regionen. Denn nicht vergessen, es gibt 8 große europäische Grenzregionen und daran sind 14 Länder beteiligt. Das sind also Millionen Menschen, für die es gerade keine klare Regelung gibt. Und deswegen, liebe Freunde, unterstützt uns dabei. Das ist eine ganz einfache und wichtige Sache. Und es geht mir nichts anderes als darum, dass wir weiter das tun können, was wir eigentlich auch vorher tun konnten. Und das Ganze sogar mit Abstand und mit Schutz. Aber diese Petition liegt mir sehr am Herzen und ich lade euch ein, sie zu teilen. Das war's von mir an dieser Stelle. Ich mache jetzt weiter und hoffe, ihr auch. Bleibt gesund, bleibt zu Hause und genießt trotzdem das schöne Wetter. Macht's gut.